Titus hat drei neue Eisen rausgebracht, die sogenannte T-Serie. Was mich wirklich positiv überrascht ist, dass es dieses Mal bei den Eisen den klaren Performance-Schritt nach vorne geht. Was hat sich genau geändert? Fangen wir mal an mit dem T100, das klassische Players-Eisen. Schmale Top-Linie, sehr coole Form. Hier habe ich im Schnitt gute 4 Meter mehr Weite bekommen, bei derselben Schwunggeschwindigkeit, was außergewöhnlich ist. Denn für so ein schmales Players-Eisen, da mussten die Ingenieure sich schon richtig ins Zeug legen. Das ist sehr cool. Bei den T200 und T300 Eisen gibt es eine neue Technologie, die nennt Titus Max Impact Technologie. Ist eine dünnere Schlagfläche, die von hinten abgestützt ist mit einem Polymer, was den Ball deutlich explosiver von der Schlagfläche kommen lässt. Da messe ich bis zu sogar 6-7 Metern loftbereinigt, effektiv mehr Weite. Sehr guter Sound und eine deutliche Weiterentwicklung zu vorher. Die Nomenklatur wurde bereinigt. Vorher gab es AP2 als das schmale Players-Eisen, AP1 als das breitere Eisen und dazwischen kam dann vor etwas über 2 Jahren das AP3-Eisen. Jetzt haben wir die Nummern T100, T200, T300, T100, bisherige AP2, T200, AP3, T300, das bisherige AP1. In der Reihenfolge, je größer die Zahlen, umso breiter werden die Schlägerköpfe. Das T100-Eisen als geschmiedetes Eisen mit auch hier sehr viel Wolfram drin, damit der Schwerpunkt tief ist, damit wir eine hohe Fehlerverzeihbarkeit auch bei nichtmittigen Treffern haben, ist wirklich super gelungen. Die Top-Linie bleibt extrem schmal, das konnte Titus schon immer. Als Player möchte ich mir den hinstellen, sieht wirklich super aus von oben. Und diese schmale Top-Linie bei trotzdem großer Fehlerverzeihbarkeit macht wirklich Laune. Das ist das, was auch eine ganze Ecke Tourspieler, Jordan Spieth und andere anspricht, die ja auch dieses Eisen im Turnier spielen. Das T200 mit der sehr dünnen geschmiedeten Schlagfläche, der Max Impact Technologie und viel, viel, viel Wolfram, was eingebracht worden ist in den Schläger, ermöglicht sehr hohe Ballgeschwindigkeiten und durch das Wolfram mit einem tiefen Schwerpunkt, einen leichten Ballstart, sehr hohe Fehlerverzeihbarkeit bei außermittigen Treffern. Es bleibt immer sehr viel Weite noch übrig und auch eine sehr gute konstante Spin-Kontrolle. Und schließlich haben wir noch den T300, das ist der Nachfolger von dem AP1. Wieder ein entsprechendes Cavity, ein bisschen breiter, von oben ganz geschickt gemacht, so eine zweifarbige, erst matt, dann verchromte Linie, dass es auch von oben nicht riesig aussieht. Ja, mittelgroße Schlagfläche, würde ich dazu sagen. Auch hier sehr viel Wolfram, sehr stabil. Mit der Max-Impact-Technologie sehr viel mehr Ballgeschwindigkeit als vorher und eine hohe Stabilität. Das ist das fehlerverzeihendste Titus-Eisen, was nichtsdestotrotz eine rein mittlere Größe hat. Für wen ist jetzt welches Eisen geeignet? Das T100-Eisen, das schmalere von den dreien, ist für sportliche Spieler geeignet, aber durchaus auch jetzt noch wieder etwas höheren Handicap-Bereich. Handicap 15, 18, da macht das schon richtig Laune, das Eisen zu spielen. Es ist fehlerverzeihender, als es von der Größe her aussieht. Macht noch wieder bei mir 4 Meter mehr Ballflug. Sehr cool, bei gleichem Loft wie bisher. Es sind immer noch 34 Grad Loft in diesem Eisen. Beim T200 sind wir, das kann von super guten Spielern gespielt werden, Handicap 0, 3, 4, 5, 10, 15, 20, aber auch von Handicap 25, 28 Spielern. Denn trotz der Größe mit extrem viel Wolfram, sehr, sehr stabil bei nicht mittigen Treffern, sehr cool agierende Schlagfläche und mit einem tollen Sound lässt sich das wirklich leicht bewegen. Das Eisen ist jetzt 1 Grad flacher, 30 Grad statt vorher 31 Grad beim AP3. Durch den tieferen Schwerpunkt habe ich aber praktisch denselben Startwinkel. Das T300 ist für mittlere und auch etwas höhere Handicaps gut zu spielen. Handicap 10 bis durchaus Handicap 36 hoch. Etwas breiter, noch fehlerverzeihender, dieselbe Technologie der dünnen Schlagfläche, der Max-Impact-Technologie. Top-Linie sieht gut aus durch dieses zweifarbige Design. Und insgesamt, wie beim T200 auch, über die Schlagfläche hinweg eine sehr, sehr gute Längenkonstanz. Sound auch hier sehr gut, klare Rückmeldungen. Die Eisen machen allesamt viel Spaß. Wenn wir noch ein bisschen tiefer in die Technologie schauen, haben wir hier beim AP2, bei dem mittleren langen Eisen im Schnitt 66 Gramm Wolfram. Die dünnere Schlagfläche ist sehr cool und auch die Sohle wurde noch etwas, die nennen das Tour-inspired, also von den Tourspielern inspiriert.
nachgearbeitet, um noch einen besseren, intensiveren Ball-Boden-Kontakt zu ermöglichen. Der T200, ich vermute, das wird eins der meistverkauften Eisen sein aus der Serie, hat 90 Gramm Wolfram. Das ist ein Drittel des gesamten Gewichts. Das ist wirklich enorm viel. Da teilt List richtig Geld in die Hand genommen, auch in der Produktion, um das teurere Wolfram einzubauen und somit die Größe des Schlägers kompakt zu halten, obwohl es physikalisch wesentlich breiter ist, also fehlerverzeihender, als es die Optik ausmacht. Guter Sound, tolle dünne Schlagfläche, Max-Impact-Technologie und auch von oben, muss ich ganz klar sagen, für ein mittelgroßes Eisen, von der Fehlerverzeihbarkeit her, eine tolle, schmale Top-Linie. Der Schaft als wichtiger Bestandteil des Schlägers, da kann man sagen, Titleist gönnt hier wirklich uns eine große Auswahl mit über 100 Optionen in den Schäften. Erst dadurch können die Schlägerköpfe ihre volle Wirkung entfalten. Deshalb kann ich nur jedem raten, gehen Sie irgendwo hin, wo Sie ein Fitting machen können, und zwar ein echtes Fitting, wo Sie nicht nur 20, 30 Schäfte haben, sondern wirklich die Bandbreite. Denn das macht den Unterschied, ob diese tollen Köpfe super an den Ball kommen und richtig gut nach vorne gehen. Ja, die Daten waren für mich sehr spannend, insbesondere nach dem ersten Test der drei neuen T-Eisen, wo ich schon gemerkt habe, im ersten Test, es passiert einfach ein Stück mehr als vorher. Beim AP2, was als Vergleich zum T100 dient, habe ich mit 81 Meilen geschlagen, habe 107,7 Meilen Schwunggeschwindigkeit, im Schnitt 136 Carry dabei. Da war ich noch nicht ganz warm, deshalb muss man die Daten ein bisschen relativieren. Bei dem T100 bin ich mit knapp 84 Meilen dabei, aber was ich habe, ist, ich bekomme einfach deutlich mehr Ballgeschwindigkeit. Was dann in einer Länge Carry 147 Meter auf 156, sehr, sehr gute Werte für mich, resultiert, vor allen Dingen mit knapp 84 Meilen, was nicht super schnell ist. Ich habe das relativ ruhig geschlagen. Aber die 2%, 3% mehr, die ich hier an Ballgeschwindigkeit bekomme, resultieren, ich würde sagen, auf ungefähr effektiv 4 Meter Länge, die dazukommen. Und 4 Meter ist eine wirklich sehr, sehr viel für ein Players-Eisen mit 34 Grad Loft. Das ist eine coole Entwicklung, 4 Meter dazu zu bekommen, das hat wirklich was. Wenn ich dann den AP3 vergleiche, der mir auch schon gut gefiel, den ich mit 84 Meilen im Schnitt geschlagen habe und 115 Meilen Ballgeschwindigkeit bekam, was auf 147 Meter Flug auf 158 das Ganze bringt, da habe ich eine deutliche Verbesserung. 83 Meilen beim T200, 84 waren sogar bei dem anderen, also etwas langsamer geschwungen, aber 118 Meilen Ballgeschwindigkeit, 157 Carry auf 166. Das sind 10 Meter, das hat mich selber überrascht. Ich habe den Fittings auch bei vielen ein klares Plus gesehen. Ich denke, 5, 6 Meter kann man auf jeden Fall einpreisen. Für mich irgendwie passt der auch super zu mir, ist das ein ganzes Eisen leer. Ein bisschen was ziehe ich ab, denn aus 31 Grad Loft wurden 30 Grad. Da nehme ich nochmal 2-3 Meter runter. Bleiben für mich als Plus bei dem Schläger 6-7 Meter auf jeden Fall. Das ist mehr als ein halbes Eisen und das ist natürlich sehr, sehr cool, wenn man einfach ein Stück mehr Reichweite dadurch bekommt. Beim AP1 hatte ich Carry 150 Meter, ebenfalls 83 Meilen Schwunggeschwindigkeit. Das blieb also dann gleich auf 161 Meter mit dem Eisen 7. Und das neue hat auch locker 3% mehr Ballgeschwindigkeit oder Weite. Damit komme ich auf 157 Carry auf 169 Meter. Also aus 150 wurden 157 Meter. Auch hier, der Loft ist etwas flacher geworden, von 30 Grad auf 29 Grad. Ziehe ich mal 2 Meter ab, bleibt auch ein klares Plus von 5-6 Metern. Da kann ich sagen, Titleist hat mit der Max-Core-Technologie, mit dem deutlich erhöhten Wolframanteil, was für Stabilität und tiefen Schwerpunkt sorgt, etwas gemacht, was draußen nutzbar ist. Das bekomme ich wirklich mit beim Umstieg. Bei den Generationen davor, vom 714 zu 716 zum 718, habe ich gesagt, okay, es gibt immer einen ganz kleinen Fortschritt, aber so riesig war das Ganze nicht. Diesmal haben wir nach den Jahren etwas, was ganz, ganz deutlich auch zu merken ist. Also, Titleist, diesmal gibt es 5 Sterne von mir für die coolen neuen Eisen. Da habt ihr wirklich einen sehr guten Job gemacht.